Der Entlauber, wie er hier aufgebaut ist, wir gehen immer erst auf den Gesamtaufbau ein. Hier haben wir den Entlauber S50 aufgebaut an dem John Deere und an der Konsole, die vorne am Front des Traktors angebaut ist, geht es über an den Mast mit dem integrierten Drehwerk. Wir haben hier einen Hubmast mit 800 mm Hub. Das Drehwerk wird realisiert durch den Hubzylinder, welches die Zahnstange betätigt, und der Kopf kann 230 Grad schwenken. Dadurch kann ich halt bei Seitenneigung den Kopf anpassen an die Gegebenheiten, oder wenn ich die andere Seite entlauben möchte, kann ich den kompletten Kopf zur anderen Seite schwenken. Als Option ist hier an diesem Modell verbaut die hydraulische Breitenverstellung mit 400 mm. Standardmäßig ist bei diesem Drehwerk einfach die mechanische Aufnahme. Die kann ich dann einfach loslösen und dementsprechend positionieren, wieder mit den Schrauben fixieren. Die Hydraulikfunktionen werden an diesem Aufbau über unseren Hydraulikblock realisiert. Wir haben einmal den Mengenregler. Der Mengenregler gibt die Prioritätsmenge auf den Entlauber. Sprich, wir können die einfach wirkende Funktion voreinstellen mit der Literleistung. Für den Entlauberkopf brauchen wir mindestens 24 Liter, maximal jedoch 32 Liter. Mehr Öl würde unseren Motoren nicht gut tun. Von daher auch da nicht zu viel Öl drauf geben. 32 Liter maximal. Für die Bewegungsfunktion ist es gut, wenn wir weitere 10 Liter zur Verfügung haben. Und die betätigen dann diese drei doppelwirkende Funktionen. Wie nochmal Wiederholung, die Höhenführung, Drehwerk und Breitenverstellung über unseren Monoblock, Schwarz-Weiß-Steuerung, in diesem Fall mit dem Handgriff von dem Weichen direkt angesteuert, ohne zwischengeschaltete Relaisbox. Die Versorgung erfolgt hier nur über ein Steuergerät einfach wirkendes Traktors und ein druckfreier Rücklauf. Der druckfreie Rücklauf ist extrem wichtig, da wir ansonsten Staudruck generieren, was auch wiederum nicht gut für unsere Motoren ist. Wir gehen einmal zur Rückseite des Geräts. Zwischen der Breitenverstellung, aber genauso auch bei der mechanischen Lösung, haben wir zwischen der Verbreiterung und des Kopfes ein Parallelogramm sitzen. Das Parallelogramm ist daher wichtig, wenn wir zu dicht an die Laubwand fahren und wir in Kontakt kommen, schwenkt der Kopf einfach nach hinten, was eine Sicherheit ist für Drahtanlage, Rebe und Maschine. Sprich, kommt eine Rebe, die ein bisschen zu weit in die Reihe reinragt oder eben ein anderes Hindernis, kann einfach der Kopf zurückschwenken und ich habe eine schonende Bearbeitung. Dieser Bereich ist der wichtigste. Wir sprechen hier über diese Walzeneinheiten. Einmal die Saugwalze, welche die Blätter ansaugt, an sich kleben lässt und dann in Richtung Zupfwalze befördert. Dadurch werden die Blätter abgezupft, durch den Kasten in den Ventilatorbereich gefördert und dann nach vorne ausgeblasen. Und da sollte man vor allen Dingen aufpassen als Fahrer, wenn man fährt, dass man keine Person in der gleichen Gasse laufen hat, die durch solch ein Material, was vorne ausgeblasen wird, getroffen werden können. Der Ventilator hat eine Umdrehung von ca. 3500 Umdrehungen in der Maximalbelastung. Da kommt schon ordentlich Zug vorne raus. Als Option haben wir hier aufgebaut das Vorschneidemesser in der Gesamthöhe von 700 mm. Mit dieser Option können wir bereits Triebe, die zu weit in die Reihe reinragen, einkürzen. Und somit sind wir auch nochmal mit der gesamten Arbeitsbereich in der freien Zone, wo das Entlauben dann vereinfacht wird. Und ich reduziere auch das Risiko, Triebe in diesen Walzenbereich reinzuziehen, die gegebenenfalls blockieren könnten. Das sind so die Basics von der Maschine. Wir gehen aber noch ein auf gewisse Details. Und die Details, die wird der Manuel euch noch näher bringen. Jawohl, danke Johannes für die Übergabe. Auch erstmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, heute Teil der ganzen Show hier zu sein, der Präsentation. Und ich hoffe, wir können euch das so angenehm wie möglich erklären. Was sehen wir hier? Das heißt, wir sehen unseren Entlauberkopf auf der Abstellvorrichtung. Die Abstellvorrichtung ist standardmäßig dabei.
Anders wie bei der ersten Maschine haben wir hier die starre Aufnahme. Das heißt, wir stellen die Breite einmal mechanisch ein und können es über die Klemmschrauben hier fixieren. Je nach Reihenbreite steht der Arm natürlich weiter raus oder ist weiter drinnen. Von den hydraulischen Anforderungen hier haben wir auch keinen Steuerblock aufgebaut, sondern wir haben hier oben ein Schottblech, an dem die Schläuche zum Traktor führen, von dem aus alle Funktionen, das heißt die Bewegungsfunktion hoch-runter und die hydraulische Winkelverstellung vom Kopf ausgeführt werden. Die Ölversorgung funktioniert auch über den Traktor, das heißt wir haben hier oder wir brauchen eine Menge von 24 bis zu 32 Litern. Das Öl geht vom Schottblech direkt in unseren Motor, vom Gebläse. Das heißt, das Gebläse erzeugt den Luftstrom, der an der Saugwalze anliegt. Danach wird das Öl in unseren Hydraulikblock geleitet. Der Hydraulikblock hat zwei weitere Funktionen. Das ist einmal das Öl oder die Ölmenge zu teilen, die auf den nächsten Motor geht. Das ist der Motor für den Walzenantrieb. Die Geschwindigkeit von den Walzen kann ich über ein Stellrad, was auf der Rückseite vom Hydraulikblock ist, einstellen. Das heißt, wenn ich die Walzen schneller laufen lassen will, justiere ich das Stellrad nach außen bzw. drehe es weiter rein, um langsamer laufen zu lassen. Und je schneller die Walzen laufen, umso aggressiver entlaubt der Entlauber auch. Wenn wir das Ganze einmal aufmachen von der Rückseite, können wir quasi offen in das Gehäuse hineinschauen. Wir sehen das Lüfterrad, aber genauso auch die Rückseite hier von den Entlaubungswalzen. Wenn ich jetzt lange gearbeitet habe, kann ich den Deckel einfach aufmachen und das ganze Gehäuse mit dem Hochdruckreiniger ausspritzen. Das Lüfterrad bei uns besteht nicht aus einem Teil, sondern aus den Jahren der Arbeit bzw. auch das Feedback vom Kunden haben wir uns dazu entschieden, das Lüfterrad in mehreren Teilen zu produzieren. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schaden gefahren habe, dann fliegt nicht das ganze Lüfterrad auseinander, sondern ich kann einzelne Teile austauschen, wie zum Beispiel einfach das Lüfterrad oder das Schaufelrad an sich. Die Schaufelräder sind mit drei Schrauben geklemmt. Ich nehme die raus, kann das Schaufelrad richten bzw. austauschen und dementsprechend auch schnell wieder arbeiten. Ja, wie schon gesagt, vom Block aus geht das Öl dann weiter an den Antrieb von dem von den Entlaubungswalzen. Und wie das Ganze aufgebaut ist, wie der Antrieb funktioniert, zeigt euch dann der Johannes an der nächsten Maschine. Genau, hier sind wir schon. Sprich, ich öffne einmal vorne die Türe, dann können wir ja besser drauf blicken. So, einmal von der Blick von oben. Wir haben hier diesen Motor sitzen, der sitzt hinter diesem Gehäuse, der dieses Zahnrad antreibt. Das ist der Motor, den der Manuel gerade gezeigt hat. Über dieses Zahnrad wird eine Kette angetrieben und die Kette wiederum treibt dann die Walzen an und wird über einen Kettenspanner immer schön auf Spannung gehalten, dass hier innen drin auch immer die gleiche Kraft auf die verschiedenen Zahnräder wirkt. Möchte ich jetzt diese Distanz zwischen den zwei Walzen verändern, aufgrund der Dicke des Laubs, kann ich mir einfach zu Hilfe ein DIN A4 Blatt nehmen. Ich falte das einmal, weil liest man die Bedienungsanleitung, da weiß man nicht genau, was soll man jetzt wirklich genau machen und wie einfach ist das denn einzustellen. Deswegen ganz einfach Orientierung, DIN A4 Blatt. Einmal falten, dann stecke ich das zwischen die Walzen, drehe ein wenig und jetzt muss ich es einfach rausziehen können und es darf nicht runterfallen. Das ist, sage ich mal, so die Grundeinstellung, wie es im Groben sein soll. Sollte es jetzt einfach von sich aus runterfallen, ist die Distanz zu groß, natürlich auch abhängig von dem Laub, von der Laubdicke, welche ich habe. Sollten die Walzen in Kontakt sein, ist die Einstellung zu stramm gestellt und ich werde kein gutes Entlaubungsergebnis erzielen. Wie ich diese Distanz verändern kann, sehen wir wieder von oben. Und zwar habe ich in der ersten Flanschlagerung zwei Langlöcher. Die habe ich oben und unten die Lagerung.
über diese Langlöcher, wenn ich diesen Imbus in die Imbusschraube öffne, kann ich die ganze Einheit verschieben, sprich näher zur Saugwalze bringen oder weiter weg. Damit kann ich die Distanz zwischen den Walzen einstellen, habe ich die richtige Position gefunden, fixiere ich einfach wieder dieses Lager und ich kann dann in Arbeitseinsatz gehen. Bei der Saugwalze sehen wir hier diese Riffel drin und da kann es passieren, dass ich bei permanentem Einsatz auch einmal Trauben einziehe oder auch Blattreste oder andere Gegenstände. Und um die zu reinigen, haben wir hier Aussparungen drin. Die Aussparung ist einmal oben und einmal unten. Und über diese Aussparungen ermöglicht es mir, die Walze zu reinigen. Der zweite Reinigungseffekt habe ich durch dieses Blech an der hinteren Seite. Dieses Blech kann ich auch positionieren über diese drei Schrauben. Und über diese drei Schrauben bringe ich dieses Blech näher zu der Walze oder weiter weg. Damit werden auch Blattreste, die an der Walze hängen, einfach abgestreift und die fallen dann ins Gehäuse, welches sich dahinter befindet, was der Manuel eben gezeigt hat, womit ich dann einen Hochdruckreiniger wieder reinigen kann oder wird sogar bis in die Ventilatoreinheit gefördert und wird von rausgeblasen. An der Innenseite der Türe sehen wir auch dieses Blech. Vielleicht kann der Kim einmal diese Gummikante zeigen. Dieser Gummi liegt bei geschlossener Tür an diesem Abstreifer an. Das dient einfach dazu, dass ich dadurch einen geschlossenen Raum erzeuge und dadurch habe ich eine optimale Saugleistung an der Walze. Ansonsten würde mir Energie verloren gehen. Die Walze ist aufgebaut mit Donuts. Donuts nennen wir es, also kommt eigentlich aus Amerika. Die essen gerne Donuts, wie wir auch wahrscheinlich alle. Und das sieht so aus, die einzelnen Segmente, heißt, wir haben hier ein Segment aus der Mitte und ein End- und ein Anfangssegment mit einem runden Ausschnitt drin. Das bietet einfach den Vorteil, wenn ich jetzt auch über Ersatzteile spreche, dass wenn ich hier eine Einheit, eine Partie nur beschädigt habe, kann ich dann einfach über diese Schraube oben die ganze Einheit, die Klemmung entfernen, dieses Blech, und tausche dann die einzelnen Segmente aus. Oder ich kann sie halt auch komplett austauschen. Somit ist es nicht notwendig, wenn ich gerade eine neue Walze habe, dass ich dann alles tausche, sondern nur einen gewissen Teil. Und vor allen Dingen, ich kann es selber tauschen. Es ist nichts Kompliziertes. Zum Öffnen der ganzen Einheit wird auch mit der Maschine ein Schlüssel mitgeliefert, sodass ich dann hier oben ansetzen kann, wenn im eingebauten Zustand, und kann damit drehen. Das waren jetzt im Grunde genommen die wichtigsten Sachen des Endlaubers. Wir haben alle Bestandteile gesehen und auch wenn wir hier im Studio sind, wir wollen trotzdem Traktorfunktionen zeigen. Manuel hat sich schon positioniert auf dem Traktor und ich würde sagen, schmeiß den Johnny mal an, dann zeigen wir mal, was unser Blog mit dem Endlauber anstellen kann. Genau. Danke, Johannes. Ja, wir starten jetzt den Traktor mal. Aufgebaut hier sehen wir den Joystick, wie Johannes auch schon gesagt hat, nicht den Standard C-Control-Joystick, sondern den Joystick bzw. den Handgriff von unseren Weichen- oder Wechselventilen. Hiermit können wir drei doppelwirkende Ventile ansteuern und dementsprechend haben wir genügend jetzt für diese Funktion des Entlaubers zu zeigen. Also wir entsperren einmal die Hydraulik, starten den Entlauberkopf bzw. geben Öl auf das System. Über die blauen Tasten rechts und links kann ich nun die hydraulische Breitenverstellung realisieren, das heißt, in der Arbeitsmodus kann ich den Entlauber nach außen fahren. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin und die nächste Überfahrt oder zur nächsten Parzelle unterwegs bin, kann ich mir den Entlauber einfach wieder einschwenken. Auf den weißen Tasten habe ich jetzt den Hubmast liegen, das heißt das Heben und Senken vom Hubmast. Das kann ich natürlich auch beziehungsweise benötige ich dann, um die perfekte Anpassung beim Rein- oder Rausfahren, je nachdem, ob ich in steileren Parzellen arbeite, einfach um die Höhe
manuell anzupassen. Mit den orangenen Tasten an der Seite, rechts und links, kann ich die ganze Einheit drehen, nicht nur auf die andere Seite schwenken, sondern auch im Seitenhang die Maschine dementsprechend an den Hang anpassen. Das heißt, ich kann jetzt auf die andere Seite schwenken und dementsprechend auch auf der anderen Rebzeile entlauben. Auch hier nicht nur 90 Grad, sondern auch weiter nach unten drehen möglich. Das heißt, bei Seitenhang kann ich auch auf der linken Seite anpassen. Das war es eigentlich schon von den Funktionen. Ich denke, wir übergeben jetzt nochmal an Johannes und sehen uns dann draußen wieder. Ja, wunderbar. Wir hören jetzt noch, das Lüfterrad läuft noch ein wenig nach. Das ist ganz normal. Vielleicht kann man noch erwähnen, dieses Vorschneidemesser, was wir an der Front von dem Endlauber sehen, kann man auch bei bestehenden Geräten im Markt nachrüsten. Also ist ohne Probleme machbar. Und ja, wenn man sich jetzt nicht dazu entscheidet, auch später. Es wird auch mit dem gleichen Motor vom Walzenantrieb versorgt, sodass ich nicht nochmal einen separaten Ölanschluss benötige vom Traktor. Also auch ganz simpel aufgebaut. Vielleicht noch eine Sache zu dem Öldruck. Wir sprechen immer davon, einfach wirkender Versorgung, druckfreier Rücklauf. Aber man muss auch sagen, es kann auch sein, dass zu viel Betriebsdruck da ist. Da haben wir eine visuelle Kontrolle, die haben wir auch immer am Mast, die sieht man schön von der Traktorkabine aus. Sollte ich jetzt mehr als den notwendigen Betriebsdruck haben, füllt sich dieses Kännchen, diese Flasche ziemlich schnell. Also sagen wir mal, in 2 Stunden würde sich mindestens 3/4 befüllen als Indikator. Und dann weiß ich, ich habe zu viel Betriebsdruck, also ich habe irgendwo zu viel Druck und Menge auf dem ganzen System.